Angst, dass du siehst. Okay. Okay, bremsen. Bremsch. Gee, hast du nichts drauf? Bremsen. Ah. Aber ich sage, lass mal den Motor an, dass du Bremsunterstützung hast, ja? Aber Gang raus, bitte. Mach das Ding runter. Das ist fast ganz schnell vorbei. Hammer. Also man kann auch einen Schraubenzieher da reinstecken. Ich mach's immer so. Also du machst und ich filme. So, aus den Erfahrungen von der anderen Seite sichern wir jetzt hier erstmal die Bremsscheibe. So, das, ich weiß jetzt nicht, ob die sich verdreht hat, indem das übers Differential im Prinzip die Kräfte nach der Seite weiter. Also die haben wir von Hand beigezogen. Ja. Ja. Okay. Und da haben wir auch noch jetzt Bewegungsfreiheit, da haben wir also nichts kaputt gemacht, die spart er die, oder? Ja, ja, können wir. Ja, zwei sollten reichen. So, und jetzt machen wir warm. Wie beim anderen auch. Sehr gut. Machen wir es auf die gleiche Art warm wie die drüben, was letztendlich dann drüben zum Erfolg geführt hat. Da hoffen wir, dass es auch jetzt auf dieser Seite funktioniert. Wobei, ihr kennt das Spiel ja, die letzte Schraube ist immer die schwergängigste, warum auch immer. Okay, melden uns gleich wieder. Die Wärmebehandlung ist beendet. Jetzt markieren wir noch die Position. Ah, dampft ordentlich, also die ist ganz gut warm geworden. Ja. Hier. Und jetzt kommt unser Uhrmacherwerkzeug zum Einsatz. Die kann ich starten. Dazu muss der Motor natürlich laufen. Da muss man die Bremsleistung haben. Und zusätzlich haben wir das Auto. Sieht man das alles? Wunderbar. Also das war das längste Rohr, das wir gefunden haben. Und hoffentlich klappt es hier auch so. So, damit ihr das mal seht, wie lang das Rohr ist, ja. Das sind gut und gern 2 Meter. Nimm mal. Okay. Und weiter geht's. Jetzt,
runter. Geräuschschutzkapsel genannt. Ein bisschen Öl tut er auch, der Kleine. Jetzt gehen wir hier an die Wellen. Ja. Genau, deswegen habe ich gesagt, lass. Ja. Müssen wir ein bisschen drehen. Ja, jetzt sind wir schon an den. Ah, machen wir bitte den Leerlauf rein. Also wir schaffen heute zu dritt, gell? Auf keinen Fall starten jetzt, gell? Gut. Ist aber auf N, auf N. Nee, nee. Nee, nicht Bremse. Ja. Andere Richtung? So. Gut. Jetzt holen wir uns die nächste. Ja, nächste Vielzahn. 10. Vielzahn. 10. Bremsen. Und löst sich. Ja, löst sich verdächtig leicht. Bei der nächsten stellen wir mal 80 Newtonmeter ein. Und schauen mal, wie viel Lösemoment sie in Wirklichkeit hat. Bremsen. So. Ja, ja. So. Hier haben wir jetzt die nächste. Die Schrauben sollten eigentlich 80 Newtonmeter haben. Das haben wir schon überprüft. Also bei 80 klickt nichts. Jetzt gehe ich mal so weit runter. Am Drehmomentschlüssel. Jetzt gehen wir mal auf 50. Okay, die hatten nicht mal mehr 50 Newtonmeter. Beruhigen. Ein bisschen wenig, ja. Also, an der Standuhr wäre es okay, ja. An der Antriebswelle ein bisschen wenig. Ja, jetzt gehst du mal auf 40. Geht das so weit runter? Denke ich, ja. Hier. Das, bevor er ganz locker ist. Okay. So, jetzt so. Nochmal lösen. Lösen bitte. Gut. Ja. Bitte. Also nicht mal bei 40 Newtonmeter klickt der Drehmomentschlüssel. Jo. Könnte man eigentlich von Hand losdrehen, oder? Normalerweise. Ja. Also normalerweise machen die ja immer Ärger. Hier, also da muss man sehr, man hat oft nur eine Chance, also den Vielzahn, die Vielzahnnuss gut einschlagen und alles, ja, dass die ganz reinkommt. Aber an der Stelle, die haben sich sehr leicht. Ja, die wäre jetzt schon mal abgeflanscht. Lass sie liegen. Was gucken. Da wackelt man nichts. Nee, ein bisschen wäre auch okay. Ne? Ja, die. Nochmal. Original. Okay, die haben wir also jetzt schon mal raus. Hier lösen geht wesentlich komfortabler wie bei einem Opel zum Beispiel, das muss man sagen. Bauteilvergleich. Wackel mal an der anderen, dass man das jetzt nochmal sieht im Vergleich. Also da ist Ruhe, das merkt ihr, die ist spielfrei. Und die ist ausgeschlagen. Ja, okay. Ja, jetzt sind wir in guter Hoffnung, dass wir die auf der anderen Seite, die ist länger, dass wir die eventuell sogar ohne Lösen des Querlenkers. Alles gut. Du hängst hier noch ein bisschen, wenn du hier noch ein bisschen höher gehst. Genau. Oh. So, Freunde. Das hat mich jetzt wirklich überzeugt. Das habe ich das erste Mal bei einem Auto gesehen. Ich kann es auch noch nicht so ganz glauben. Aber wenn, kannst du mal die Lenkung ganz nach rechts einschlagen? Sei mal so lieb. So. Jetzt muss weg. Nee, ja. Muss es nicht. Geil. Schlösser, genau.
Also das finde ich jetzt konstruktiv sehr gut gelöst hier. Na, wo ist er? Schlagschrauber, da ist er. 16. Ja. Da noch ein bisschen warten können. Ne? Ja. Die Lenkung gerade machen, bitte. Gut, okay. Gut. Zu viel, zu viel. Jo. Sich fest. Schaut euch das mal an, wie einfach das zu lösen ist. Wieder nach rechts einschlagen. Jetzt muss ich hier mal. Genau, und nochmal. Halt nochmal nach links einschlagen. Gut, jetzt so. Okay, gut. Und da geht's ja schon. Das war's. Da ist er. Okay. Auch hier wieder Teilevergleich, rechte Antriebswelle. Mhm. Länge passt, sieht gut aus. So. Ja, Paul, also schön sieht es nicht aus. Das ist komplett gerissen, das sieht eigentlich. Das zeigst du dann auf dem Video. Ja. Jetzt geht's rückwärts. Kommst du zurecht? Oder, ja. Oder musst du noch? Ja. Also. Du musst wahrscheinlich am Gelenk noch ein bisschen schwenken. Nein, man müsste, weißt du, was für einen Fehler wir haben? Nee. Wir haben die Lenkung eingeschlagen in die Richtung. Ah, so. Ne? Ja, das ist ein Fehler. Also die Lenkung muss in die andere Richtung. Ja. Ja. So. So. Du musst noch mehr. Ja, warte mal. Wo ist jetzt gedreht? Ja, sonst flutscht es nicht rein. Okay. Ist sie drin? Ja. Nee, oder? Ja, unglaublich. Jawohl. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Ja, jetzt kannst du hier schon mal anlegen. Hier kommt die nächste. Hier ist sie schon drin? Ja. Aber du bist ja nicht zum. Ja, jetzt zum Hall. Ne? So, Wahnsinn. So, hier haben wir es wesentlich leichter. Du musst noch. Jawohl, perfekt. Unangefädelt sitzt. Ist, ne? Hier haben wir es wesentlich leichter, weil die Antriebswelle länger ist. Also das Anfädeln der Schrauben geht hier wesentlich einfacher. Die erste ist angefädelt, ja? Sitzt sogar schon sehr gut. Ja, schön. Jetzt machen wir noch einen Bruder dazu. Okay.
Traggelenk wieder angefädelt. Das war jetzt ein ganz leichter Job. Nicht so viel Quälerei wie auf der anderen Seite. Da haben wir uns dann noch ein bisschen Platz gemacht, um euch das auch zu zeigen. Also das Anziehen geht am besten aus dieser Position hier. Ich sag mal Position 11 Uhr. So noch an. Genau. Also wir setzen die Schrauben immer von Hand an, fädeln sie von Hand an, weil gleich mit dem Schlagschrauber, wenn die einmal schief angesetzt ist, ja, dann ist alles versaut, das Gewinde. Das kostet zwar ein bisschen Zeit, aber man kann sich sicher sein, dass die Schraube richtig angesetzt ist. So, jetzt geht's zügig rückwärts, Freunde. Wenn es zu der großen Schraube kommt, dann ist gewonnen. Was ist die Anzugsvorschrift? 200 Newtonmeter plus 90 Grad. 200 Newtonmeter plus 90 Grad. Ja. Danach haben wir es selbst gemacht. Okay. So. Bremsen bitte. Wir blockieren wieder zusätzlich hier und ziehen jetzt erstmal die 200 Newtonmeter drauf. War es das schon? Das war's. Ja. Das ist also eine Schraube mit einem sehr, sag ich mal, steifen Anzugsverhalten. Ja. Und wieder blockiert. 200 Newtonmeter. So, jetzt kommen noch die 90 Grad drauf. Dazu machen wir uns eine Markierung. Ganz, genau, und auf der anderen Seite auch. 8.8. Was bedeutet das? Schlagschraube. Oder was nicht, ne? Weil er dann packe, gell? Wir können es probieren, das sollte er eigentlich packen. Komm, das soll er. So, du bist am Bremse da oben, genau. Und wir sind am Schlagschrauber. Da ist der Schlagschrauber, da liegt er. Gucken wir mal. Manage. Gehen wir mal zurück. Okay. Go. Kann ich vergessen. Okay. Dann nehmen wir jetzt den Drehmomentschlüssel oder gehen wir gleich mit der Verlängerung wieder drauf? Das ist die Frage. Ich vielleicht denke, sogar die Reife drauf und. Nee. Okay. Schass, wir holen wieder unser Rohr. Schön. Okay, der Schlagschrauber hat kapituliert. Oh, 2 Meter Rohr. Nur um euch mal die Dimensionen. Ein bisschen zurück mit der Lenkung, sonst schießen wir die Hebel. Okay, das reicht. So, jetzt schaut mal, wie lang die Verlängerung ist. Bist du schon am Drehen? Stopp! Stopp, dreht ja mit. Bringt nichts. Nochmal hoch. Kann ich dich allein hochheben lassen? Ja, alles gut. Leg das kurz ab. Mal blockieren. Aber nicht auf meine schöne neue Hebel. Hm. Ich hätte auch blockieren können. Ja. Auf meinem Finger. Oh! So, ohne geguckt. So, okay. Hast du? Drehst du? Nee, passt. Da müssen wir nochmal ansetzen. Nochmal nach. Achtung, guck oben. Ja. Dann muss ich ganz knapp wieder. Okay. Ja. Jetzt, wenn sie aufliegt, dann gibst du mir noch Gelegenheit zu filmen. Okay. Die liegt jetzt auf, ja? Jetzt liegt sie auf, jawohl. Hm. So, jetzt zeige ich euch das nochmal. Wir übertreiben jetzt nicht und go.
Kugelfresse. So, fast 90 Grad. Also wir lassen es gut sein. Reicht. Ist ein bisschen mehr sogar.